So. Ja, ja. Ah ja, wir haben ja nichts mehr im Inventar, ne? Wir sind ja komplett blank. Wir sind ja gestorben. Die Folge ist, by the way, immer noch nicht draußen. Also das, also es klang jetzt so, als würde ich gar keine mehr hochladen, aber nein, die Folge kam einfach noch nicht dran. Die ist noch nicht mal geschnitten. Und vor dieser Session kommt sogar noch eine andere. Also ich habe gefühlt so viel aufgenommen und ich müsste so viel noch schneiden und ich denke mir immer so, ja, vorproduzieren, dass das Zeug ja gemacht ist und ich weniger Stress habe, aber ich denke mir so, ja, nee, heute habe ich keinen Bock. Alles halb so wild. Schade, es wird gar nicht angezeigt, wie man das macht. Den carved. Aber wir haben ja Pumpkins hier irgendwo rumfliegen, ne? Haben wir den nicht eingesammelt? Ja, da. Lass mich raten, wenn ich den hier reinpacke. Nee. Boah, ich weiß gar nicht, wie man aus einem Pumpkin. Ah, aus Ei und Sugar kann man einen Pumpkin Pie machen. Wunderberry. Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Großartig. Oh ja, wir haben auf jeden Fall genug Food. Also wir sind wieder vorbereitet. Wir sind hardcore vorbereitet. God damn, wir sind vorbereitet. Ah, oh, alles klasse. Sehr gut. Baudinger, wir nehmen mal Leitern mit. Warum auch nicht? Wobei, wir brauchen doch keine Leitern. Weil ich gerade dachte, ich brauche ja Platz. Ich brauche ja Platz. Ich muss ja was mitnehmen können. Mein klar, Pfeil und Bogen hilft immer ein bisschen. Wir warten bis Nacht ist, sonst macht das hier gar keinen Sinn. Ich werde gerade müde. Boah, mich haut's gerade weg. Also mein Körper ist echt im Delirium. Der ist gerade selber komplett im Ruhemodus. Also es ist Wahnsinn. Ich meine, ihr kennt es, wenn ihr müde seid und euch fallen die Augen zu oder ihr wollt körperlich auch einfach nur hinlegen und das habe ich alles nicht. Das ist eine ganz andere Form von müde irgendwie. Die fühlt sich ganz, ganz anders an. Moment mal. Jetzt habe ich mich von meinem Hund hier voll beobachtet gefühlt, dass ich mir gerade Nasenspray reingezogen habe. Also das gute Meerwasser-Nasenspray, was meiner Nase sehr hilft. Boah, ich kann nicht mehr reden. Ich bin total abgefahren, runtergefahren. Boah. Ich bin ja richtig, richtig, richtig low mit meinem Energielevel hier. Also ich merke es nicht im Kopf. Ich merke es tatsächlich eher so im Körper. Also der ist gerade... Es ist faszinierend, was der Körper einem mitteilen kann. So, und jetzt fahren wir. Ihr habt da jetzt nicht gedacht, dass ich Pause mache, oder? Nur weil ich ein bisschen müde wirke, heißt das nicht, dass ich jetzt keinen Bock habe. Also bitte. Bisschen was geht immer. Und schlimmer geht immer. Es sieht aus wie so eine Wolkenstadt. Oh. Oi, was haben wir denn hier? Wir können doch mal dahin fahren, oder? Wie war's, wenn wir mal... Nee, mach doch mal einen Waypoint. Und zwar einen Temp. Tempi, 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 Temp. Yeah, man. Ja. Ich werde wahrscheinlich dann doch nicht so lang machen heute. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger machen, aber ich merke gerade, es geht doch nicht. Witzig ist auch, vor ewigen Zeiten mal, als ich solche Let's Plays gemacht habe und gesagt habe, boah, nee, heute schaffe ich nicht, habe ich auch abgebrochen in der Aufnahme. Ist kein Witz, habe ich so gemacht, weil ich, weiß nicht, ich wollte so nicht durchziehen. Ich meine, klar, würde ich wahrscheinlich immer noch so machen, aber lang nicht zu früh. Also es war viel zu verfrüht. Also, ne, also, oder beziehungsweise die Motivation war einfach gar nicht vorhanden. Sagen wir es mal so, es war nicht verfrüht, aber es war halt eine andere Zeit auch. Da war ich noch so ein ganz anderer Mensch einfach. Heute bin ich so, boah, ich hab Bock. Ich nehme jetzt auf und ich meine, ich bin zwar wegen fertig, aber es hält mich gerade aktuell überhaupt nicht davon ab, Spaß zu haben. Ne, solange ich Spaß habe, ziehe ich das auch weiter durch, weil ich sage, warum nicht? Wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir extrem schlecht wäre oder mir wird es richtig, richtig, richtig müde und mies und alles gehen, natürlich würde ich nicht aufnehmen, um Gottes Willen. Da würde ich sofort, also da hätte ich nicht mal dran gedacht. Oder ich hätte zumindest dran gedacht und gesagt, nee, schaffe ich nicht.
Das, es klingt jetzt vielleicht, naja gut, klingt echt ein bisschen scheiße, aber da muss man die Courage zu sich selbst auch haben und sagen können, nee, ist nicht. Ist auch wirklich bei der Arbeit ist es exakt dasselbe. Wie oft habe ich schon schlechtes Gefühl gehabt, weil ich mich krank gefühlt habe, aber dann mir das denkst du, naja, du fühlst dich wirklich so krank? Kannst du wirklich nicht zur Arbeit gehen oder bist du einfach nur so gerade am Mimo-Mosi? Ne, also. Aha, wer killt denn da schon wieder die Hühner? Das bist doch du. Kleiner Drecksack. Oh, wir haben wieder Hochschnee. Ha? Lass mich raus. Ne, danke. Perfekt. Aha. Natürlich, natürlich. Soll ich sagen? Jetzt bin ich raus. Ah ja, genau. Weil, ne, dieses, oh, ich muss zur Arbeit und bla. Muss man gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt einen Job, wo, da fühlt man sich nicht so furchtbar. Weil ich glaube, wenn man eine Firma hat, wo man im Hintergrund weiß, dass da manchmal schon gemungelt wird, ob man nicht blau macht. Also sorry. Ey, sorry, aber das sind so Sachen, das finde ich halt absolut, das finde ich einfach nur absolut scheiße halt, ne? Ne, wenn du zwar sagst, ja, kurier dich aus, bla bla, aber dann halt irgendwie trotzdem, wenn du dann mitbekommst, dass halt trotzdem Vermutungen teilweise aufgestellt wurden. Ich meine, es ist nicht immer so, aber es gibt, wenn man seinen Mitarbeitern halt auch einfach null vertraut, in keinster Weise und also schon so ein bisschen, aber halt einfach trotzdem immer irgendwie sehr misstrauisch ist und das halt auf eine ungesunde Art und Weise macht, das ist halt crap. Ne? Also das ist halt, damit förderst du halt eigentlich nur schlechte Stimmung. Ne? Und das färbt halt auch gerne mal auf andere Leute ab und die sind dann genauso drauf, dass die sagen, oh, der macht doch blau und ich meine, es soll nicht heißen, dass das nicht manchmal stimmt. Aber so eine generell schon eine also eine Grundeinstellung in der Hinsicht zu haben, dass man da auch gar keine Grundlage für hat. Ne? Also ohne, dass man da jetzt irgendwie einen Nachweis hat. Ich meine, klar, Beweise finden ist immer so ein bisschen das Ding. Aber ohne, dass man sagt, ey, weil so und so, ich habe den letztens im Club gesehen und jetzt ist er auf einmal voll hart im Arsch. Ich glaube, der tut nur so. Klar, das ist eine Sache, aber wenn man halt wirklich prinzipiell davon ausgeht, dass man halt angelogen wird, dann wäre auch so, ja, also, ja, dann viel Spaß mit deinem hochkarätigen Misstrauen. Es ist halt, damit tust du dir selber halt auch keinen Gefallen, ne? Dir und deiner Belegschaft. So, und aktuell, nach der Time Warp. Das war ja im Oktober. Die Time Warp ist so ein sehr, sehr großes Festival. Das geht 12 Stunden am Stück. Also zweimal hintereinander. Das ist Freitag auf Samstag, 12 Stunden. Samstag auf Sonntag, 12 Stunden. Ja, das war im Oktober. Im April ist wieder eine, da gehen wir hin. Und die geht einen Tag, aber 19 Stunden am Stück. Also es wird schon sehr, sehr, sehr crazy. Und ich war nur einen Tag da. Und nach der Time Warp war ich erstmal eine Woche krank. Ich war down. Also, ne, das war so. Ich war zwar. Ich war auf Arbeit. Ich weiß es noch. Ich war auf Arbeit danach. Bin auf Arbeit gegangen. Boah. Das ist schon geil hier. Warte mal ganz kurz. Ne, wir waren hier noch nicht. Ja, ich war auf jeden Fall auf Arbeit und die Woche danach war ich eine Woche krank, weil die Halsschmerzen kommen und gegangen sind, schlimmer wurden, weniger schlimm, dann Krankheitssymptome aber auch da und wieder nicht. Also ich habe mich so krank gefühlt, aber nicht wirklich. Also schon, ne, ich wusste, ich hab was. Aber mich hat's, also mich regt das wirklich, ich selber kann das absolut nicht leiden. Da stehe ich, da kann ich, das kann ich im Tod nicht ausstehen. Wenn ich mich krank fühle, mich krank melde und auf einmal wird's besser. Denke ich mir auch so, was soll die Scheiße? Mein Körper hasst mich doch. Der will mich doch leiden sehen, geistig so. Weil ich mag das nicht. Blau machen habe ich noch nie gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie blau gemacht. Außer für die Schule mal, tatsächlich. Moment. Aber das ist eine ex etwas. Da hat auch ein Grund dahinter gesteckt. Und zwar habe das nicht ich entschieden, sondern meine Mutter. Das ist witzig, ne? Meine Mutter hat für mich blau, hat dafür gesorgt, dass ich blau machen konnte. Weil ich einen Arzttermin hatte. Hintergrund war ganz einfach. Ich habe Großonkel, Großtante.
Und die sind immer viel unterwegs und die trifft man immer recht selten an. Und dann war das eine Zeit, da waren die halt gerade die waren halt gerade eine ganze Weile da. Und es wäre halt sonst keine Zeit gewesen. Es wäre keine Zeit gewesen, die mal zu treffen. Ne? Und dann gab es halt keine andere Terminmöglichkeit als unter der Woche. Ja, und dann haben wir halt gesagt, gut. Dann gehen wir halt hin. Und dann besuchen wir sie mal. Und dafür habe ich damals blau machen können. Wusste natürlich keiner. Aber warum nicht? Also ich sehe da jetzt kein Problem. Ich habe auch schon mal die Schule früher verlassen. Das war so kurz vor Weihnachten, weil ich meine OP an der Nase hatte. Wegen meiner Nasenscheidewand. Ich meine, klar, das juckt dann keine Sau mehr. Also so am Ende des Jahres ist dann, so schultechnisch ist dann echt... Aua. Ey, du Sau. So. Also da kräht echt niemand danach. Da kräht kein Hahn, niemand beschwert sich, alles entspannt. Ja, und die andere Geschichte, die wusste keiner. Von daher alles cool. Mein Gott, haltet ihr viel aus mit Eisen. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ihr seid ja richtig robust. Ja. Genau, nee, aber ich hasse es. Ich mag's. Also ich habe noch nie blau gemacht. So für die Arbeit. Sagen wir einfach, für die Arbeit habe ich noch nie blau gemacht. Noch nie. Im ganzen Leben nicht. Und würde ich auch nie machen. Weil das ist einfach, was ich mit meinem Gewissen auch gar nicht vereinbaren kann. Zu sagen, oh, ich fühle mich nicht gut und ich kann nicht zur Arbeit. Bis jetzt habe ich's. Ja, alles klar, macht ihr das unter euch aus. Wobei, kriege ich die Lorbeeren dann? Easy. Noch mehr Eisen, perfekt. Leit mich ruhig zu meinen Wertschätzungen. Mein Scherz. Wertschätzen. So rum. Wie viel haben wir denn schon? Ach, 21 Eisen. Das ist perfekt. Das geht ja schon gut los hier. Ob die Möbel. Aua, jetzt chill aber mal hier, Bro. Hey. Ruhe jetzt. Ich merke schon, von euch gibt es viel zu viele hier. Oh, vielleicht finden wir wieder Dias. Ey, ich hätte heute Bock auf Diamanten. Ich sag's euch ehrlich. Ich hab Bock auf Diamanten. Ich bin da voll dabei. Ja, weil guck da. Sprechen ist schwierig und ich hab's nicht drauf. So. Ich wollte gerade sagen. Das kommt mir bekannt vor und da sind Blöcke von mir. Scheiße, das heißt, ich war hier schon. Dammit. Ich war hier unten schon. Mist. Ich hab das hier unten. Oh, wir haben was vergessen. Was ganz Wichtiges, was Elementares. Wie wär's mit einem Eimer? Oder zumindest... Nee, wir belassen es mal bei einem. Es reicht, glaube ich. Alter, wie viel Eisen sind hier? Höhe 15, ne? Was ist es wieder? So, wie viel haben wir jetzt? Oh, 35. Einwandfrei. Kohle. Nee, das wird nix. Das bauen wir so ab. Was soll ich jetzt eigentlich mit krank machen erzählen? Oder beziehungsweise krank sein? Naja, nach der Time Warp war ich auf jeden Fall krank. Und der Witz an der Geschichte war einfach der, ich wurde eine komplette Woche krank geschrieben, weil Symptome haben dafür gesprochen. Aber dann haben die, dann war das so eine Achterbahnfahrt von, ja, mir geht's besser. Ja, mir geht's wieder, da dachte ich mir so, oh, jetzt geht's mir wieder besser, ich bin eine Woche krank geschrieben, ja, ganz toll. Dann ging's mir wieder schlechter, dachte ich mir so, ja, okay, cool. Ja, wunderbar, wird immer besser. Ja, was es ist, keine Ahnung. Und das ging dann bergauf, bergab die ganze Zeit. Und dann war die Woche rum. Und ich war immer noch krank. Also ich war die ganze Zeit nicht komplett gesund. Es ging mir immer besser, aber ich war nie komplett gesund. Und dann kam der Moment, die Woche danach bin ich wieder zur Arbeit. Ja. Und ich war, und dann war ich irgendwie wieder krank und Ding und also das, ich habe die Woche wieder gemerkt, so, es läuft einfach nicht. So, und dann kam, das war Montag, Dienstag, Mittwoch, da ging alles so halbwegs wieder. Ich hatte immer noch, das Hauptsymptom, was mich immer beschäftigt hat, waren diese Halsschmerzen. Die gingen nicht weg, da war irgendwas im Hals, was noch angeschwollen war und das habe ich voll gemerkt, ging aber nicht weg. So, Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich weiterhin gemacht. Und dann war ich aber viel zum Arsch. Dann ging gar nichts mehr bei mir.
Also dann war wirklich Ende. Also da hat es mich dann noch, da war ich dann wirklich, wirklich krank. Und ich war aber schon vorher in der Woche krankgeschrieben und war aber noch nicht so richtig krank. Merkt ihr das Dilemma? Also mich hat es moralisch mehr beschäftigt als körperlich. So krankmäßig halt. Ja. Ja, perfekt. Das passt. Nee, aber das hat mich wirklich, also das war einfach eine miese Scheiße. Sag ich ganz, es ist wirklich, also hat mir absolut, also mir persönlich ging das richtig auf die Nerven. Und im Nachhinein denke ich mir immer noch so, boah, ey, wäre ich doch einfach mal gescheit krank gewesen und dann gar nichts mehr halt, ne? Aber nee, es musste ja wieder nur so halbe sein und dann halt volle Möhre. Aber Hauptsache eine Woche krank geschrieben gewesen mit so halbkrank, ne? Und dann bin ich wieder zum Arzt und bla und blub und dann kam die Scheiße mit dem, ja, wir müssen bei Ihnen mal Blut abnehmen, weil wir wissen nicht, was Sie haben. Und ich so, ey, komm, bitte, mach doch jetzt nicht noch schlimmer, als es sein muss. Und dann haben sie getestet auf Virusinfektion und bla, und weil das ging ja ewig nicht weg und boah, ey. Meine Güte, war das ein Aufwand. Das war ein Aufriss, ne? Also da war ich, das war der Wahnsinn. Das war der blanke Wahnsinn. Wie es da abgegangen ist, leckt mir am Arsch. So, jetzt machen wir den Katalysten hier tot. Damit denen nichts passiert. Ja, komm, Schnauze. Tschüss. So. Und tschüss. Ja, was willst du machen, ne? Kannst nichts machen, du Noob. So, wir haben uns hier, glaube ich, gar nicht hingetraut, ne? Wir waren in diesem Gebiet noch gar nicht. Ja, da waren wir noch gar nicht. Hier ist... Ui. Hier ist auch wieder ordentlich was los. Redstone. Sehr gut, brauchen wir auf jeden Fall auch.